Moin, moin, Leute. Ich bin der Noah. Das ist der Julian. Moin. Und herzlich willkommen bei unserem Stadion-Vlog Nummer 1. Heute geht's zu HSV gegen Nürnberg. Heimspiel für den HSV. Ja, wir sind jetzt hier am Bahnhof, fahren jetzt mit dem Bus weiter und wir nehmen euch später wieder mit. HSV, du bist meine Frau. Nur der HSV. Hallo? Nur der HSV. Ja. Na, heute ein Heimsieg. Ja. Ja. Thank you.
So Leute, wir sind jetzt im Stadion angekommen. Ich würde sagen, auch ein gutes Spiel, ein Schick. Was tippst du? 3-1 HSV. Ich tipp 3-0. Thank you.
kurzes Update zum 1:1. Das Tor hat Glatzel gemacht und nicht Leibold. So, es ist Halbzeit, es steht 1:1. Was hast du bisher zum Spiel? Gute erste Halbzeit, Hamburg macht das Spiel, ist klar besser, hat die Chancen. Nürnberg durch den Elfmeter, unglücklich von Vuskovic, 1:0 in Führung gegangen, starke Reaktion gezeigt. Ich bin optimistisch für die zweite Halbzeit. Gut, dass es weitergeht auf jeden Fall. Wie war das Ding? Spiel ist vorbei, Endergebnis 2:2. Wir beide wissen gar nicht, wie wir mit dem Ergebnis wirklich umgehen sollen. Ob man zufrieden sein soll oder nicht, ist hier die Frage. Was sagst du dazu? Jo, also ich würde sagen, also gut zurückgekommen, zweimal gut zurückgekommen ins Spiel. Nach dem 1:2 in der 46. habe ich gedacht, dass das Spiel gelaufen ist. Ja. Starkes zweites Tor von Glatzel, gute Flanke, gut reingemacht. Ja, also unentschieden ist kein schlechtes Ergebnis, aber mit dem Sieg wären wir natürlich auch gerne rausgegangen. Genau, ausbaufähig auf jeden Fall fürs nächste Spiel. Vorfreude auf Aue, da wird es den nächsten Vlog geben. Und ja, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da und kommentiert gerne. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.